Pentecost actually means 50. Pfingsten bedeutet 50. Simple, isn't it, really? Das ist einfach, oder? And Pentecost was first celebrated, but I think if that is the right word. Pfingsten wurde gefeiert. Back in the Old Testament. Schon im Alten Testament. 50 days after Passover. Und zwar für diese 50 Tage nach dem Passafest. The Jews celebrated the Feast of Weeks. Und zwar wurde da das Fest der Wochen gefeiert. And now as Christians, 50 days after Easter, we celebrate when the Holy Spirit was just breathed and poured upon all mankind. Und für uns jetzt als Christen feiern wir 50 Tage nach Ostern, Pfingsten, diese Zeit, zu der der Heilige Geist über die ganze Menschheit ausgegossen wurde. And it's often called the birth of the church. Und es wird sehr oft als die Geburt der Kirche, der Gemeinde bezeichnet. It actually issued in a new era, if you like. Es hat sozusagen eine ganz neue Ära markiert. And we see that actually a number of times in the Bible. Und wir sehen mehrmals in der Bibel Bezüge darauf. Of how when the Holy Spirit comes, it enters somebody into a new era of ministry, as it were. Wie der Heilige Geist zu einer Person kommt und das der Beginn einer neuen Ära ihres Dienstes ist. And so we can look at Jesus when he was filled with the Holy Spirit. It was at the beginning of his ministry. Wir können uns das bei Jesus anschauen, als er mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, war das am Anfang seines Dienstes. And as the disciples all met in the upper room when they were filled with the Holy Spirit, it was the beginning of something new of their ministry. Und als die Jünger damals in dem Obergemach mit dem Heiligen Geist gefüllt wurden, war das der Beginn ihres Dienstes. If you like, as I've said, it was heralding in a new era. Es hat sozusagen eine neue Ära markiert als der Anfangspunkt. And that's where we are at right now. Da sind wir jetzt. I believe that we are at the beginning of a new era in the kingdom. Ich glaube wirklich, dass wir an dem Beginn einer neuen Ära im Königreich Gottes stehen. And a new era requires a new anointing. Und eine neue Ära braucht eine neue Salbung. I mean, even if you are not a believer, you are, I'm sure the world senses that we're at the beginning of a new era. Und ich glaube doch, dass auch wenn du nicht gläubig bist an Gott, viele von denen, die eben nicht glauben, auch spüren, dass wir am Anfang von etwas Neuem stehen. Quite simply because we've been in lockdown for so long. Ziemlich simpel einfach deshalb, weil wir alle so lange im Lockdown waren. And whether we like it or not, things have changed. Und egal ob uns das gefällt oder nicht, haben sich viele Dinge verändert. Things are not going to go back to how they were before. Und viele Dinge werden auch nicht wieder genau da anknüpfen, wie sie vorher gewesen sind. They are going to be different. Sondern sie werden anders sein. So let's get back to Acts, shall we? Also, lasst uns zurück zur Apostelgeschichte gehen. So, I'd like to look at Acts 2, verse 5. Apostelgeschichte 2, Vers 5. It says, now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Do you know, when I read that, I immediately thought of Hope Church. Und wisst ihr was, als ich das gelesen habe, habe ich wirklich sofort an unsere Kirche, unsere Gemeinde gedacht. I am not sure how many nations are represented in this body at the moment. It's over 30, I believe. Ich weiß nicht genau, wie viele Nationalitäten hier in der Kirche, in der Gemeinde repräsentiert werden, aber es sind über 30. It's 40. 40. Wow, 14 nations represented in this beautiful church in Munich, in Germany. 40 Nationen sind repräsentiert in dieser wunderschönen Gemeinde in München, in Deutschland. And we all get on. Und wir alle kommen irgendwie gut miteinander aus. But I find that incredible. For me, that is a slice of heaven right there. Und ich finde das sehr erstaunlich und ich finde, das ist wie ein Stück vom Himmel hier. So as we continue reading Acts 2:1-2. Actually, continue. I guess we're going back. Also, wir lesen weiter in der Apostelgeschichte, 2 Verse 1 und 2. It says, when the day of Pentecost came, they were all together in one place, like us.
Als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen, so wie wir jetzt. Suddenly a sound like a blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each one of them. And all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. I mean, I wonder how they felt. Und ich frage mich, wie sich das angefühlt hat. All they knew was to wait for the promise that God was giving them. Alles, was sie wussten, was Jesus ihnen gesagt hatte, war, sie sollten auf diese Verheißung warten. There's an expectation in their hearts. They know that they're entering into a new era. Sie hatten eine Erwartung und sie wussten, dass eine neue Ära anfangen würde. But they have no idea what it looks like. Aber sie haben keine Ahnung, wie das aussehen wird. They have no idea what this baptism in the Holy Spirit feels like. Und sie haben keine Ahnung davon, was diese Taufe im Heiligen Geist, wie die sich anfühlt. And as they're praying together. Und sie sind da und beten zusammen. This massive wind comes through. Und dann kommt dieser unglaubliche Wind, dieser Sturm. I mean, personally, I think I'd be a bit frightened. Und ich glaube, ich persönlich, ich hätte ein bisschen Angst. Except it's the Holy Spirit, so I'm guessing there was a supernatural peace there. Außer dass auf der anderen Seite das ja der Heilige Geist war und irgendwie glaube ich dann doch, dass da auch so ein übernatürlicher Frieden da war. I mean, if a wind suddenly blew through here, how would you feel? Aber wie würden wir uns fühlen, wenn hier plötzlich ein riesiger Wind durchgehen würde? I mean, depending where our expectation is, I guess we'd have different reactions. Und je nachdem, wie unsere Erwartungen aussehen, kann ich mir auch vorstellen, dass unsere Reaktionen darauf verschieden sind. Some of us might be, wow, me, don't miss me, I'm here, me. Und manche von uns sind vielleicht so, ich hier, bitte nicht mich verpassen. I want some of that. Ich will auch was davon. Others of us might be like, oh my goodness, what's going on? Und andere verstecken sich vielleicht lieber, weil sie denken, oh nein, was passiert hier denn jetzt? And others of us, like Kevin, und andere, wie zum Beispiel Kevin, might be sitting there in perfect peace, sitzen vielleicht einfach nur ganz friedvoll da. Going, nice. Und denken sich, schön. Because we're very different, as I'm sure you know. Weil wir sind sehr verschieden. But what an amazing experience, what an amazing situation to be in. Aber was für eine erstaunliche Situation, oder, in der sie da waren. But you know, it wasn't a one-off. Aber wisst ihr, das war nicht eine Einzelsituation. Because then the Bible goes on to say that we should be continually filled with the Holy Spirit. Weil die Bibel redet davon, wir sollen kontinuierlich mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. And I know that there are some people who even question and wonder whether the Holy Spirit is still for us today. Und es gibt manche Leute, die tatsächlich in Frage stellen, ob der Heilige Geist wirklich noch relevant oder für uns ist in dieser Zeit. And we're on a journey. Wir sind auf einer Reise. And some people maybe are yet to get on that path to find Holy Spirit in their journey. Und für manche sind sie vielleicht auch wirklich einfach noch auf diesem Weg, dahin den Heiligen Geist zu finden. But he wants people to find him. Aber er möchte, dass Menschen ihn finden. He wants to fill you. Und er möchte sie füllen. He wants to be with you. Er möchte mit dir sein. And as I was preparing for today, a verse came to mind, just one verse. Und als ich für heute vorbereitet habe, habe ich mich an einen Vers erinnert. And it's John 14 verse 16, and it was from the Amplified version. Und zwar aus der Amplified Version der englischen Übersetzung, Johannes 14 vers 16. Now Jesus was going away, he was going home. And his disciples were sad. Jesus war auf dem Heimweg und seine Jünger waren traurig. But he gave them a promise. Aber er hat ihnen eine Zusage gegeben. And here it is. Und zwar die folgende: I will ask the Father and he will give you another comforter, counselor, helper, intercessor, advocate,
strengthener and standby, that he may remain with you forever. Aus Johannes 14, Vers 16, und Jesus sagte, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, Ratgeber, Helfer, Fürsprecher, eine Stärke und Beistand, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. I don't know about you, but there have been times in my life when I just haven't known what to do. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe wirklich Zeiten in meinem Leben gehabt, wo ich einfach nicht wusste, wie es weitergehen sollte. And I've thought to myself, I wish Jesus was right here, right now, standing in front of me. Und ich habe zu mir gedacht, ich wünschte, Jesus wäre genau hier und zwar jetzt vor mir. Because I would ask him, and I know he'd have all the answers. Ich würde ihn fragen und er hätte alle Antworten. But you see, Holy Spirit is all that. Wisst ihr, der Heilige Geist ist genau all das. See, Father, Jesus and the Holy Spirit are one. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind einer. And so when you're talking to Holy Spirit, he's giving you the wisdom of Jesus. Und wenn du mit dem Heiligen Geist sprichst, dann gibt er dir die Weisheit von Jesus. The other day I faced a situation. Vor ein paar Tagen hatte ich so eine Situation. And I have to say I was distressed. Die mich gestresst hat. And I was trying to work something out in my head, and I'm sure nobody here does that. It's only me, right? Und ich habe irgendwie versucht, da in meinem Kopf drum herumzukommen und das zu verstehen und diese ja so eine Kämpfe betreffen ja nur mich, bin ich mir sicher. I'm noticing not one hand went up to say me too. Und es fällt mir sehr eklatant auf, dass keine einzige Hand hochgeht und sagt, doch, mir auch. And I felt the nudge of the Holy Spirit. He said, come upstairs, come on, go upstairs. Und ich habe immer wieder gespürt, wie der Heilige Geist sagt, komm hoch, los jetzt, komm hoch. So I went upstairs and sat on the bed. Ich bin also hochgegangen, habe mich aufs Bett gesetzt. Now normally I lie on the bed. Normalerweise liege ich auf dem Bett. Even in my quiet times, I'm quite happy to just lie on the bed. Und auch in meiner stillen Zeit, ich bin nicht ganz zufrieden damit, einfach nur auf dem Bett zu liegen. But I felt to sit on the edge of the bed. Aber ich hatte eben dieses Gefühl, mich hinzusetzen an die Bettkante. And I felt Holy Spirit say to me, Marty, I want you to see Jesus in your mind's eye right now, sitting next to you. Und der Heilige Geist hat zu mir gesagt, Marty, ich möchte, dass du dir im Geist vorstellst, wie Jesus direkt neben dir sitzt. Jesus and Holy Spirit, they're one. Der Jesus und der Heilige Geist, sie sind einer. And so I imagined Jesus sitting next to me. Und ich habe mir so vorgestellt, wie Jesus neben mir sitzt. And I felt Holy Spirit say, now speak to Jesus and tell him everything that's going on and hold nothing back. Und dann hat der Heilige Geist zu mir gesagt, so, jetzt stellst du ihn dir vor und jetzt sag ihm alles, was los ist und was in deinen Gedanken ist und halte nichts zurück. Now I held nothing back, I can tell you. Ich habe nichts zurückgehalten. And I don't know if my mum is watching today, but if she is, she will tell you that when Marty holds nothing back, it is not pretty. Und ich weiß nicht, ob meine Mutter heute mit zuschaut bei dem Gottesdienst, aber sie könnte euch bestätigen, dass wenn Marty nichts zurückhält, dann ist es normalerweise nicht nett. But as I poured out my heart and as I imagined Jesus sitting right next to me. Und während ich da so mein Herz ausschüttete und mir vorstellte, wie Jesus direkt neben mir sitzt, an extraordinary peace just overwhelmed me. Hat ein unglaublicher Friede mich eingehüllt. And I knew I was not alone. Und ich wusste, dass ich nicht alleine war. And I knew I was heard. Und ich wusste auch, dass ich nicht verletzt war. And because Holy Spirit had filled the room and my heart was at peace, then I could hear what he was saying. Und der Heilige Geist hat den Raum erfüllt, hat mein Herz mit Frieden erfüllt und dann konnte ich ihn hören. So when we're talking to Holy Spirit and asking him to guide us, it is as if we're speaking to Jesus. Und wenn wir also den Heiligen Geist ansprechen und ihn um Hilfe bitten, ist es als ob wir zu Jesus reden. Or to our wonderful Father. Oder zu unserem wunderbaren Vater. Father, Son, Holy Spirit, three in one. Vater, Sohn und Heiliger Geist, drei in einem. You don't get one without the other. Und man kann nicht den einen ohne den anderen bekommen. But I want to go back to this verse. So, as we see. Ich möchte, dass wir zu dem einen Vers jetzt zurückgehen. Comforter, Counselor, Helper, Intercessor, Advocate, Strengthener and Standby. Ratgeber, Helfer, Fürsprecher, unsere Stärke und Beistand. And I thought, wouldn't it be fun to have a little look to see what these words mean? Und deshalb möchte ich, dass wir uns die Bedeutung von diesen Worten jetzt noch mal genauer anschauen.
So I thought, I know, I'll look in the dictionary. Also, ich habe im Wörterbuch nachgeschlagen. And it was pretty good. Es war gut. So comforter. Der Tröster. The Oxford Dictionary defines comforter as a person or thing that provides consolation, a friend, comforter and guardian. Das Oxford Wörterbuch definiert einen Tröster als eine Person oder ein Ding, das Trost spendet, ein Freund, ein Tröster oder eine beschützende Person. So in that little testimony I just shared, I needed a comforter because I was distressed. Und in dieser kleinen Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe, da brauchte ich einen Tröster, weil ich war so gestresst. I needed guidance. Ich brauchte Richtung. That's what I needed in that moment. Und Ratschlag, das habe ich genau in dem Moment gebraucht. And he was there. Und er war da. And he was all of that to me. Und er war all das zu mir. Counselor. Ein Ratgeber. Again the Oxford Dictionary. Wieder das Oxford Wörterbuch. Not because I'm English, it was just the first thing that came up. Nicht, weil ich Engländerin bin, sondern das war das Erste, was aufgepoppt ist. A person trained to give guidance on personal or psychological problems. Also ein Ratgeber ist eine Person, die ausgebildet ist darin, Ratschlag zu geben bezüglich persönlicher oder psychologischer Probleme. I can testify there have been times in my life when I have needed that kind of counseling from Holy Spirit. Und ich sag euch, es hat Zeiten in meinem Leben gegeben, da brauchte ich genau das von dem Heiligen Geist. In case you haven't guessed already, I am quite an emotional person. Wenn euch das noch nicht aufgefallen ist, ist es so, dass ich eine sehr emotionale Person bin. I'm also a very passionate person. Und ich bin auch eine sehr leidenschaftliche Person. When Kevin and I got married, als Kevin und ich geheiratet haben, somebody said to him, oh, you're so blessed to be married to such a passionate person. Da hat jemand zu Kevin gesagt, du bist ja so gesegnet, so eine leidenschaftliche Frau geheiratet zu haben. Kevin's reply was, yeah. Und Kevins Antwort war, You see, the thing is with passion, you cannot turn it on or turn it off. Ja, mit Leidenschaft, die kann man nicht so an- und ausschalten. So if I'm passionately in love, I'm passionately in love. Und wenn ich leidenschaftlich verliebt bin, dann bin ich leidenschaftlich verliebt. If I'm happy, I am passionately happy and I just cannot keep it in. I'm like a fizzy bottle wanting to go. Und wenn ich glücklich bin, dann bin ich leidenschaftlich glücklich und zwar so wie eine geschüttelte, unter Druck stehende Flasche mit Kohlensäure drin. But as Kevin will tell you, if I'm mad, I'm passionately mad. Aber wie Kevin euch bestätigen kann, wenn ich verärgert bin, dann bin ich leidenschaftlich verärgert. And so as a... God bless you, I love you. And so as a... Nochmal? You do need to give 100% in everything, yeah. Kevin. Next 100, time I'm angry, 100%. 100% immer geben. So there have been times when I've needed Holy Spirit to really counsel me because I have been passionately upset. Und es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich wirklich den Ratschlag des Heiligen Geistes brauchte, weil ich so leidenschaftlich unglücklich war. He's our helper. Er ist unser Helfer. Oxford Dictionary again. Wieder das gleiche Wörterbuch. I love this definition from the Oxford Dictionary. Are you ready? Und ich liebe diese Definition. You're gonna really like this. Es wird euch auch gefallen. A person who helps someone else. Ein Helfer ist eine Person, die jemand anderem hilft. I can remember, I was thinking, I wish I'd never looked that up. I could have done that myself. Es ist erstaunlich, weil das hätte ich nicht mal nachgucken müssen. Das hätte ich mir selber überlegen können. But a helper is somebody who helps you. Ein Helfer ist jemand, der dir hilft. They don't do it for you. Die tun's nicht für dich, die Sachen. They help you do it. Sie helfen dir, es zu tun. Also. How many times have you said, God, just take this away? Und wie oft sagen wir zu Gott, Gott, nimm das weg. It's too hard. I don't want to face this. I can't do it. Es ist zu hart. Das schaffe ich nicht. And he doesn't seem to take it away. Und er scheint es einfach nicht wegzunehmen. But Holy Spirit comes alongside as a helper and helps you. Aber der Heilige Geist kommt als Helfer und hilft dir, damit umzugehen. Intercessor. Ein Fürbitter. A person who intervenes on behalf of another, especially by prayer.
Ein Fürbitter ist eine Person, die interveniert für eine andere, insbesondere im Gebet. We know that verse which says the prayers of the righteous are powerful and effective. Wir kennen alle diesen Vers, wo steht, die Gebete der Gerechten sind mächtig. Well, imagine how powerful and effective the Holy Spirit's prayers are for you. Jetzt stellt euch mal vor, wie mächtig und effektiv die Gebete des Heiligen Geistes sind. He is interceding for you. Er bittet für dich. You see, he's with you here on this planet. He knows what you're going through. Er ist mit dir hier auf diesem Planeten und er weiß, wie es dir geht. He knows what's going on the inside of you, in your mind, everything. Er weiß, was dein Innerstes betrifft, deine Gedanken betrifft. And he intercedes for you. How awesome is that? Und er tut oder gibt Fürbitte für dich. I mean, we forget that, don't we? Wir vergessen das, oder? But imagine if we really had revelation that Holy Spirit is interceding for us. Wow! Aber stellt euch mal vor, wenn es uns wirklich klar wäre, was das bedeutet, dass der Heilige Geist für uns Fürbitte tut. What a friend! Was für ein Freund! Advocate. Ein Fürsprecher. A person who puts a case on someone else's behalf. Eine Person, die für jemand anderen spricht. Or in my own words, someone who gives testimony. Oder in meinen eigenen Worten, jemand, der Zeugnis gibt. Let's have a look at John 15, 22. Lasst uns Johannes 15, Vers 26 anschauen. It says, when the advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of Truth, who goes out from the Father, he will testify about me. Johannes 15, Vers 26, das ist in der deutschen Übersetzung jetzt anders übersetzt. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. So he testifies about the goodness of Jesus in our lives. Er gibt uns Zeugnis über das Gutsein von Jesus in unserem Leben. As it says here, he will testify about me. Wie es hier steht, so wird der von mir Zeugnis geben. As he reminds you who Jesus is. Er wird uns daran erinnern, wer Jesus ist. As he reminds you that Jesus will and cannot ever let you down. Und er wird dich daran erinnern, dass Jesus dich niemals alleine, also im Stich lassen wird. As he reminds you of the power of the blood of Jesus. Er wird dich immer wieder an die Kraft des Blutes von Jesus erinnern. That whatever condemnation comes your way from the pit of hell itself. Dass wenn Verdammnis dich attackiert aus der tiefsten Hölle heraus, you can stand as with confidence as one who is justified because of Jesus. Dass du mit Selbstbewusstsein stehen kannst als jemand, der gerechtfertigt wurde durch Jesus. Whatever accusations come your way, egal welche Anschuldigung dich trifft, you have already been found not guilty. Dass das Urteilsspruch über dich ist schon gestellt und zwar nicht schuldig. Because Jesus has already taken the punishment for you. Weil Jesus die Strafe für dich schon auf sich genommen hat. It's not getting off scot-free. Und es geht nicht darum. I don't get that. It's not just getting off with it. Also es geht. It's not just. Anybody help? Let's move on. Let's change that tact. It's not going without being punished. Es geht nicht darum, dass man nicht die Konsequenzen von falschem Verhalten tragen muss. Yes, it's not without consequences. But Jesus paid those consequences. Aber Jesus hat schon den Preis bezahlt. God himself paid those consequences. Gott selber hat diese Konsequenzen, diesen Preis schon bezahlt. He who had no sin whatsoever, perfect, pure. Der keine Sünde hatte, der vollkommen war. Took our sin and our shame unto himself. Er hat unsere Schuld, unser Schambesetztes, das hat er auf sich genommen. He was separated from the Father. Er war getrennt deshalb vom Vater. God had to turn his head. Gott musste sich von ihm abwenden. And Jesus died a terrible death. Und Jesus ist eines wirklich schrecklichen Todes gestorben. I said to Jesus once, Jesus, I love you so much. Ich habe irgendwann mal zu Jesus gesagt, Jesus, ich liebe dich so sehr.
I would rather die than live without you. Ich würde lieber sterben als ohne dich leben. He said, Marty, I love you so much. Und er hat zu mir gesagt, Marty, ich liebe dich so sehr. I would rather die than live without you. Ich würde lieber sterben als ohne dich zu leben. And that's exactly what he did. Und es ist genau das, was er getan hat. For you. Für dich. He'd rather die than live without you. Er würde lieber sterben als ohne dich zu leben. Strengthener. Dann die nächste Bezeichnung für den Heiligen Geist, der, der stärkt. One of my favorite and most quoted verses in the Bible. Einer meiner liebsten Verse in der Bibel. When I am weak, then his strength is made perfect. Wenn ich schwach bin, in meiner Schwäche wird seine Stärke sichtbar. He's your strengthener. Er ist der, der dir Stärke gibt. Oder in der deutschen Bibel steht auch als Übersetzung der zur Stärkung Herbeigerufene. In that moment where you feel you just can't, you just haven't got the strength. In dem Moment, wo du einfach nur weißt, du schaffst es nicht mehr, du hast nicht die Kraft dazu. Or you feel inadequate. Oder auch wenn du dich völlig unzureichend fühlst. Whenever I feel inadequate, that's the first prayer I pray. Wann auch immer ich mich zu schwach für etwas fühle, ist das allererste Gebet, das ich bete. And I'm not going to tell you how often I pray that prayer. Und ich sag euch jetzt nicht, wie oft ich dieses Gebet bete. But what I can tell you is that Father always meets me in that moment. Aber ich kann euch sagen, dass der Vater mich immer in diesem Moment dann auch so mir sofort begegnet. And I really know an ability from heaven, from the Holy Spirit, to do what I've been called to do in that moment. Und dann weiß ich auch immer, bin daran erinnert, was ich tun soll vom Heiligen Geist. And finally, standby. Und das Letzte, der Beistand. Now the Oxford Dictionary didn't have anything for standby. Also im Oxford Wörterbuch gibt's nichts zu Beistand. Or did it? Oh, yes, oder it did. Doch. To be ready to deal or assist with something. Und zwar als Definition bereit zu sein, bei etwas zu helfen oder sich mit etwas zu befassen. It was strengthener. It didn't have a definition for. Für den, der stärkt, gab es keine Definition. But in recent times, particularly since 9/11, there's been a saying: I'm standing shoulder to shoulder with you. In letzter Zeit, insbesondere seit 9/11, gibt es dass man sagt, wir stehen Schulter an Schulter miteinander. And that's how I see Holy Spirit as my standby. Und so sehe ich tatsächlich den Heiligen Geist als mein Beistand. We're standing shoulder to shoulder. Schulter an Schulter. Whenever I'm walking into a situation, it's shoulder to shoulder with Holy Spirit. Und egal in welche Situation ich mich hineinbegebe, es ist Schulter an Schulter, Seite an Seite mit dem Heiligen Geist. I'm not alone. Ich bin nicht allein. And I've been on a journey now with the Holy Spirit for, I don't know, 30 years. Und ich bin jetzt so seit 30 Jahren auf einer Reise mit dem Heiligen Geist. And it's been a journey. Und es ist wirklich eine Reise. And I have to say, it's at times it's been a slow journey. Und ich muss sagen, manchmal ist es eine langsame Reise gewesen. And other times it's been an exciting journey. Und zu anderen Zeiten war es eine wirklich spannende Reise. But when I first became to know him, when I first got to know him. Aber als ich ihn ganz am Anfang kennengelernt habe. And I was first prayed for to be baptized in the Holy Spirit. Und als das erste Mal für mich gebetet wurde, dass ich im Heiligen Geist getauft würde. I'm an emotional person. I wanted fireworks. Ich bin eine sehr emotionale Person. Was ich wollte, war Feuerwerk. I wanted all these manifestations. Und ich wollte all diese Manifestationen. I got nothing. Und ich habe nichts gekriegt. Nothing. Nichts. So I'm there thinking, well, he doesn't love me enough, obviously. Und ich habe gedacht, na, also offensichtlich liebt er mich nicht genug. So I'd go out to be prayed for again. Come on, me, go on, go. Oh God, I'm ready. Also wir beten wieder, Gott, triff mich, begegne mir, gib mir was. Again, nothing. Und wieder nichts. Then you got these people praying tongues, come on girl, we want to see you praying tongues. Und die Leute sagen und beten für mich und segnen mich, bete in Zungen, Mädchen, komm, bete in Zungen. And I'm like, just leave me alone. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, lasst mich einfach nur in Ruhe. And this is how my journey panned out with Holy Spirit. Und das war so ungefähr, ja, der Beginn, meine Reise mit dem Heiligen Geist. I went home. Bin heim. Had a guitar. Hatte eine Gitarre.
sat down and just played the guitar. Und habe einfach nur Gitarre gespielt. And just sang to Jesus. I remember the song I was singing. Und habe ein Lied zu Jesus gesungen und ich erinnere mich sogar noch an das Lied. It's a song, an old song. Do you know the song? I love you, Lord, and I lift my voice. Anybody remember that? Und zwar dieses Lied. Yeah, very, very old. I'm telling you, 30 years back. Es ist ein altes Lied, über 30 Jahre alt. And as I sang that, I just had a peace that just enveloped me. Und als ich das gesungen habe, habe ich so einen unglaublichen Frieden verspürt, der sich so um mich gelegt hat. And I knew that I had been baptized in the Holy Spirit. Und ich wusste, ich bin im Heiligen Geist getauft. I was at a place of peace. Ich war an so einem friedvollen Ort. Not a place of striving. I must be filled, I must be filled, I must be filled. Und nicht in diesen stressigen Situationen. Ich muss gefüllt werden, ich muss gefüllt werden mit dem Heiligen Geist. But at a place of peace. Sondern an einem ganz friedvollen Ort. And Holy Spirit, we read about the fruits of the Holy Spirit and the gifts of the Holy Spirit. Und wir lesen von den Gaben des Geistes und von den Früchten des Geistes. And I have to say, all of those things in my life have come from a place of peace, not of striving. Und ich muss wirklich sagen, dass sich all diese Dinge in meinem Leben entwickelt haben, immer aus einer Situation des Friedens oder einem Ort des Friedens heraus und nicht aus so einem Kampf zu versuchen, was zu erreichen. But from just walking with the Holy Spirit. Sondern einfach nur davon, mit dem Heiligen Geist zu gehen. Philip, are you here? Philip? Can I ask you to come and play piano for me, please? So we're going to do something a little different today. Wir werden jetzt was heute ein bisschen anders machen. As I said, Holy Spirit, he just wants to envelop you. Der Heilige Geist, er möchte dich einfach einhüllen. And we're at the start of a new era. Ja, wir sind am Beginn einer neuen Zeit, einer neuen Ära. And with a new era is a new anointing. Und eine neue Zeit braucht eine neue Salbung. And Holy Spirit is such a beautiful friend and beautiful gentleman. Und der Heilige Geist ist so ein unglaublicher Freund und wunderschöner Gentleman. Gentleman. I know he wants to meet with you today. Er möchte dir begegnen. He wants to develop a friendship with you, a relationship with you. Und er möchte eine Beziehung mit dir, eine Freundschaft mit dir entwickeln. And it's nothing to be nervous of. We just need to be in peace. Und da muss man, also ist nichts, wovor man irgendwie nervös sein müsste. Es ist einfach sein Frieden. So today we're just going to spend a little bit more time at the end of the meeting singing. Und so wollen wir jetzt heute noch einfach ein bisschen Zeit im Lobpreis verbringen. Wir dürfen nicht singen. But I'd like you to just be in peace. Aber seid einfach in seinem Frieden. If you want your relationship with Holy Spirit to deepen, to develop. Und wenn du möchtest, dass deine Beziehung mit dem Heiligen Geist sich vertieft, dass sie sich entwickelt. Say, Holy Spirit, I'm here. Dann sag einfach dem Heiligen Geist, ich bin hier. Come and have your way in me, Holy Spirit. Dein Wille geschehe in meinem Leben, Heiliger Geist. Come and reveal Jesus more to me. Offenbare Jesus mehr in meinem Herzen. Help me to hear you through the difficult times and when I need guidance. Sei du in meinem Leben und hilf mir in diesen schwierigen Zeiten. Teach me what it is to be a child of God. Lehre du mich, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Open my eyes to see what Jesus sees. Öffne du meine Augen, dass ich sehe, was Jesus sieht. Open my eyes to see me how Jesus sees me. Öffne meine Augen dafür zu sehen, wie Jesus mich sieht. Open my eyes to see others how Jesus sees others. Und öffne meine Augen dafür, wie Jesus andere sieht. Teach me how to pray for people to be healed, Holy Spirit. Lehre du mich zu beten, für andere zu beten, wie sie gesund, dass sie gesund werden. Use me, let me have dreams and visions like we read in the Bible, please. Nutze du mich, gebrauche du mich, lass mich Visionen und Träume haben, wie zu Zeiten der Bibel. Come and move in this place, Holy Spirit. Füll du diesen Ort hier. Because you are welcome here. Weil du bist sehr herzlich willkommen. And we open our hearts to you. Und wir öffnen dir unsere Herzen. As you have your way. Dein Wille geschehe. Let's sing that song, Holy Spirit, you're welcome here. Lass uns dieses Lied singen, Heiliger Geist, sei du willkommen.
Can you sing it for us? Can you minister to us? So Philip's just going to sing this song and just open your heart to Jesus, to heaven, to Holy Spirit. Philip wird ein Lied singen und macht einfach euer Herz auf für den Heiligen Geist.